Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Einsteininho und heute spiele ich für euch Miss Fortune, die mit den Bullets tanzt. Das Wichtigste, aber wie immer zuerst alle wichtigen Informationen zu League of Legends und zu Einsteininho LP gibt es natürlich wie immer in meinem Kanalbanner und in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch die Runen und Masteries, die ich in diesem Spiel für Miss Fortune verwendet habe. Wir schauen uns die Teams an. Das gegnerische Team besteht aus Maokai, Nunu, Wayne, Rumble und Irelia im Jungle. Sehr interessante Teamkomposition. Und demgegenüber stellt sich Vierer Premade erst schon mal meine Wenigkeit als Miss Fortune dazu. Der Lorenz als Cilian, der Stefan als Vladimir und der Jens als Zara und als Quoten, ja, Franzose ist es glaube ich in dem Fall nicht, kommt wahrscheinlich eher so aus den östlicheren Ländern, haben wir da den Jacob, wobei könnte auch einfach eine ziemlich beschissene deutsche Variante sein, auf jeden Fall als Jarvan the Force im Jungle. Und ja, damit ab ins Spiel, würde ich sagen. So, auf zur fröhlichen Attacke. Und da ihr wie wahrscheinlich schon gemerkt habt, dass das ganze Spiel nicht allzu lange dauern wird, fangen wir auch mal sofort und instantan mit den Fähigkeiten von Miss Fortune an. Wir haben als Passive das sogenannte Strut. Das ja, gibt ihr, sobald sie 5 Sekunden lang keinen Schaden bekommen hat, Bonus Movement Speed. Und zwar jede Sekunde gibt es 9 Movement Speed dazu. Und das Ganze capped dann nach 8 Sekunden bei 70, nicht bei 72, was man jetzt eigentlich logischerweise vermuten würde, aber die haben da irgendwann das Cap bei 70 gesetzt, das heißt beim letzten Schritt gibt es dann halt eben nur noch 7 Movements wieder zu. Sieht man immer sehr schön daran, dass hier ihre lustigen Herzchen hinter ihr aufleuchten, hier beim Mafia Miss Fortune Skin ja mit ihren beiden Waffen Shock and Awe. Ich denke, die Emotes werden wir gleich auch noch zu hören bekommen, da wird das Ganze ja auch durchaus verwendet und ja, das gibt ihr natürlich hier, glaube ich, ja, auf Stufe 1 mit Abstand den höchsten Movement Speed hier im Spiel. Sogar auch mit Boots sind wir da schon bei 419 angekommen, wenn wir das mal so ein bisschen vergleichen. 340 auf Nunu, auf Wayne, auf Maokai sind es 365, Wayne 355, 370, 345 und bei meinem Team sieht es glaube ich auch nicht besser aus. Ja, 419 bin dann wohl ich. 367, 360, 340, 350. Also mit Abstand da den höchsten Movement Speed, auch sehr cool zum Escapen da manchmal, wenn man das halbwegs geschickt anstellt oder natürlich auch zum Chasen, denn solange ihr eben keinen Schaden bekommt, also ihr dürft durchaus Schaden austeilen, bleibt dieser Buff natürlich auch bestehen. Denke ich, werden wir jetzt hier gleich auch bei den Wölfen sehen, dass das Ganze halt dann eben nicht sofort weggeht, sobald man dann anfängt zu attackieren, sondern genau, das Ganze bleibt jetzt erstmal bestehen und dementsprechend kann ich mich auch gleich relativ zügig auf die Lane begeben. So, einen Minion haben wir auch sehr schön gestealt. Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich auch direkt mal meine Q-Fähigkeit zum Einsatz, nämlich das Double Up. Und da ist es auch schon. Das Ganze ist eigentlich ja eine Targeted Ability, das heißt, ihr castet das auf ein bestimmtes Ziel und dieses bekommt dann erst schon mal physischen Schaden. Sehr nett ist das Ganze allerdings erst, wenn sich dahinter noch ein weiteres Ziel befindet. Natürlich im besten Fall castet ihr das Ganze auf ein Minion und dahinter befindet sich ein gegnerischer Champion. Oder ihr castet es auf einen Champion und dahinter befindet sich noch ein gegnerischer Champion. Denn dann springt diese Kugel weiter und macht beim nächsten Ziel dann sogar 120% des Inertialschadens. Damit also dann sogar noch wesentlich mehr als beim ersten Einsatz. Schlag. Beide Treffer verursachen auch On-Hit-Effekte, ist dementsprechend auch sehr, sehr cool für irgendwelche Items, die ihr dann nachher vielleicht am Start habt und sollte dementsprechend auch gerade, wenn ihr mal Miss Fortune als Gegner habt, nicht unterschätzt werden. Da ist natürlich gutes Positioning gefragt und natürlich für euch, wenn ihr Miss Fortune spielt, ein gutes Timing, das Ganze dann auch halbwegs ordentlich einzusetzen, nämlich am besten immer genau dann, wie zum Beispiel jetzt hier, wenn sich der Gegner halbwegs irgendwo in so einem Kegel hinter einem gegnerischen Minion oder so befindet, dann könnt ihr das Ganze eben durchjagen und Schaden verursachen. Das Ganze kann allerdings nicht kritisch treffen, das heißt also dieser On-Hit-Effekt, den man ja eigentlich On-Hit-Effekt durchaus nennen könnte, ist also nicht verfügbar, aber trotzdem ist das Ganze natürlich sehr, sehr effektiv und kann sogar auch in Büsche, beziehungsweise halt auch in den Fog of War springen, also das heißt, da ist es nicht zwingend notwendig, dass ihr das Ziel dafür seht, das macht die Kugel dann ganz automatisch, also mehr oder weniger ein zielsuchendes Projektil und auf jeden Fall sehr, sehr stark und werde ich dementsprechend hier auch als erstes maximieren, um halt einfach da auch wirklich ordentlich Schaden rauszudrücken. Hier mein lustiger Supporter, nämlich Zyra, gespielt vom Jens hier, macht da auch schon ganz ordentlich mit ihren Pflanzen. Da habt ihr gerade wieder ein weiteres Double-Up gesehen auf Wayne, die da auch mittlerweile schon ganz ordentlich Schaden kassiert hat.
Ich habe auch mittlerweile hier meinen Strutbuff wieder. Ich habe ihn natürlich jetzt quasi gerade wieder abgegeben, weil ich gerade den Eisblast von Nunu gefressen habe. Aber wir können natürlich jetzt hier Wayne auf jeden Fall schon mal halbwegs ordentlich wegzoomen. Und das gibt uns vielleicht dann zumindest gleich einen kleinen CS-Vorsprung. Ja, das war es aber eigentlich auch schon zum Double Up. Damit geht es weiter zum W, nämlich den Impure Shots, den ich jetzt noch gar nicht geskillt habe, aber sicherlich gleich auf Stufe 4 dann verwenden werde. Das Ganze hat erst schon mal einen passiven Effekt, nämlich dass ich mit meinen Auto-Attacks einen On-Hit-Effekt quasi auf den, also quasi, dass meine Auto-Attacks einen On-Hit-Effekt bekommen. Und zwar mache ich einen Buff auf den Gegner, nämlich der erst schon mal magischen Schaden macht. Das Ganze auch, kann sogar auch innerhalb von 5 Sekunden sogar noch stacken. Das ist also schon mal sehr, sehr nett. Und das Ganze kann bis zu 4-mal stacken und hält halt eben 5 Sekunden. Wie gesagt, magischer Schaden. Und wenn ich das Ganze aktiviere, erhöhe ich außerdem noch meine Attack Speed 6 Sekunden lang. Und außerdem wird dadurch, wenn ich das Ganze dann per Auto-Tag auf den Gegner bringe, auch noch ein weiterer Debuff auf den Gegner gemacht, der außerdem auch noch Heilungseffekte um 50% reduziert. Auch das natürlich sehr, sehr stark. Und hier ist natürlich auch sehr cool, dass eben sowohl die passive als auch die aktive beide durch Double Up dann übertragen werden können. Das heißt, da sollte man dann, wenn man wirklich sieht, dass das Ziel wirklich in Reichweite ist für Double Up, kann man auch durchaus schon mal vorher die Impure Shots aktivieren, um halt eben dann auch noch den Bonusschaden da drauf zu bekommen. Ebenfalls auch ganz nett, falls ihr mal in die Verlegenheit kommen solltet, wenn jetzt hier unten Irelia mal recht mal versucht zu ganken, aber das Ganze natürlich hier nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist, jetzt auch direkt schon mal ganz ordentlich Schaden ins Gesicht bekommt. Jetzt hat er nicht, glaube ich, hier, ich weiß nicht, ich glaube, der Jens hatte da einen kurzen Disconnect, deswegen hat das Ganze hier nicht so gut funktioniert. Ich versuche da jetzt hier noch mein Bestes, da zumindest noch ein bisschen Schaden rauszubekommen. Ich glaube, die Passive von Zyra hat Wayne da auch noch getroffen, aber die hatte ihr Barrier gezündet und dementsprechend dann doch noch genug Schild, um das Ganze abzufangen. Ja, was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommen solltet, im späteren Verlauf des Spiels vielleicht sogar mal einen Hurricane zu bauen, also dieses lustige Item, was dann neben euren normalen Autodecks noch 2 weitere Ziele angreift und denen auch noch zwar verringerten, aber trotzdem noch ganz ordentlichen Schaden dann zufügt. Auch da wird sowohl der passive als auch aktive Effekt eben auf die Gegner übertragen. Das heißt, auch das eigentlich ein sehr, sehr gutes Item für Miss Fortune. Ja, und damit bleibt dann nur noch der E-Spell als letzter Standard-Skill übrig. Und zwar ist das Ganze das Make It Rain. Sobald ihr das castet, habt ihr mehr oder weniger so eine Fläche, die ihr auswählen könnt. Und in dieser Fläche, sobald ihr das Ganze dann eben aktiviert, fallen dann innerhalb von 2 Sekunden doch relativ viele kleine Kugeln vom Himmel, die erst schon mal den Gegner slowen, sobald sie da durchlaufen. Und dieser Slow hält sogar auch noch eine Sekunde lang an, sobald sie dieses Gebiet wieder verlassen haben. Und außerdem alle 0,25 Sekunden, also jede Viertelsekunde, erhält der Gegner sogar auch noch magischen Schaden. Das Ganze ist jetzt nicht so pralle. Ich glaube, wenn man die ganzen 2 Sekunden lang drinne steht, ist sowas irgendwie wie 90 oder 100 Schaden, also Magieschaden auf Stufe 1, aber so lange wird normalerweise ja niemand da drin stehen bleiben. Aber generell natürlich ziemlich cool, einmal zum Engagen, um halt den Gegner zu slowen, weil wir das Ganze vielleicht auch direkt hier mal direkt zum Einsatz sehen kommen. Hier kommt nämlich auch direkt mal das Make It Rain, in dem Fall auf Nunu. Jetzt geht es hier sogar noch ein bisschen hinter Nunu und hinter Wayne her, die beide auch jetzt hier schon wieder relativ viel Lebenspunkte gelassen haben, da im Infight mit Zyra. Und ja, kann halt eben, wie jetzt gerade auch schon gesehen, dafür genutzt werden, um eine Jagd einzuleiten durch den Slow oder halt eben defensiv, wie gerade eben auch dann beim Gank von Irelia. Das Ganze bleibt auch aktiv, sollte Miss Fortune innerhalb dieser 2 Sekunden sterben, was wir natürlich nicht häufen wollen, aber generell natürlich auch sehr gut zu wissen, beziehungsweise auch eigentlich sehr gut fürs Team, dass das Ganze dann halt eben auch noch bestehen bleibt. Und außerdem erhaltet ihr Vision über das Gebiet, wo ihr das Ganze hincastet. Nicht über den kompletten Bereich, aber zumindest über den Center. Das heißt, auch damit könnt ihr Büsche eigentlich ganz gut scouten und damit zumindest eventuell einigen Face-Checks aus dem Weg gehen. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier unten jetzt immer noch keinen größeren CS-Vorsprung gegen Wayne aufbauen können, aber generell nicht so dramatisch. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier dabei, ganz ordentlich mal zu pushen, haben auch hier immerhin jetzt schon die Berserker Greaves und Endurance Blade am Start und sind jetzt hier auch mal wieder am Tower angekommen, werden da sicherlich auch ein paar Shots drauf bekommen und vielleicht kommt hier gleich auch direkt mal noch die Ulti von Miss Fortune zum Einsatz, die berüchtigte Bullet Time, und zwar sobald sie das Ganze aktiviert, kann er sie
blockiert sie für 2 Sekunden lang eben diese Ulti und feuert dann ja mehr oder weniger häufig, nämlich glaube ich auch wieder alle 0,25 Sekunden eine Wave ab. Da kommt sie nämlich jetzt hier direkt auch gerade zum Einsatz und ihr seht, die macht richtig, richtig fett Schaden. Leider hat Nunu sich da gerade im letzten Moment noch aus der Reichweite, nämlich aus diesem ja etwas schmaleren Kegel da vorne noch wegbekommen. Jetzt geht hier Irelia mal wieder auf Zyra los, hat auch das Ganze hier glücklicherweise auch noch gerade ganz knapp überlebt, aber im Endeffekt doch eher dann hier Vorteile für uns auf der Lane, auch wenn Zyra jetzt hier doch relativ low ist, aber glücklicherweise kein Ward mehr da in der Hecke. Ja, wie gesagt, kanalisiert 2 Sekunden, alle Viertelsekunde dann eben eine dieser Waves, die auch wirklich richtig ordentlich Schaden drücken. Das heißt, wenn ihr da wirklich die ganze Zeit drinne stehen bleibt, sind das auf Stufe 3, beziehungsweise auf Rang 3 mal locker flockige 1000 Schaden plus dann halt eben auch noch da, wie das Ganze mit ihren AD hochskaliert. Also das heißt, da könnt ihr wirklich richtig ordentlichen Schaden austeilen. Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch zum Beispiel sehr, sehr gut mit einem Black Cleaver. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch dann im Endeffekt das Ganze ordentlich kombinieren. Wird ja mittlerweile auch relativ häufig gespielt wieder Miss Fortune, meist in Kombination mit Amumu oder mit Jarvan oder allem, was halt irgendwie so eine AOE-Stun hat. Jetzt geht hier gleich mal wieder die wilde Jagd los hier. In dem Fall von Wayne eingeleitet. Allerdings ihr sehr schöner Disengage da von Zyra, die sich zwar jetzt auch erstmal schon wieder zurückziehen muss, aber generell natürlich sehr gut. Jetzt kommt hier allerdings der Kollege Jarvan noch auf die Botlane. Ich weiß nicht genau, was er da will. Kann sich da gerade im letzten Moment erstmal noch über die Wand zum Dragon flashen, aber ich habe das Gefühl, dass er das Ganze hier trotzdem nicht mehr wirklich überlebt. Jetzt hier 1 gegen 1 gegen Wayne. Ich habe mich da gerade auch irgendwie schon mal über die Wand geflasht. Einfach nur, weil ich es kann. Und kann dann jetzt hier wirklich sogar noch den Kill gegen Wayne da sicherstellen. Habe jetzt natürlich aber gleich das Problem, dass mich Irelia dann vielleicht sogar hier noch wegholt. Jetzt müsste vielleicht gleich sogar meine Passive wieder einsetzen. Da kommt's und das gibt mir jetzt hier den entscheidenden Movement-Speed-Vorteil, um mich da unter den Tower zu retten. Irelia geht jetzt sogar fast noch diven, bekommt aber jetzt hier schon richtig ordentlich Schaden und muss dementsprechend das Ganze hier dann doch erstmal wieder abbrechen. Das heißt, das war jetzt hier der erste Kill für uns. Sicherlich schon mal hier ein weiterer kleiner Vorteil auf der Lane und mittlerweile hat sich dann der CS-Vorsprung dann doch so langsam aufgebaut. 56 zu 39. Auch hier wieder das Make It Rain kann man natürlich auch schon mal einsetzen, um eine Lane so ein bisschen zu pushen. Dann sind die Minions doch schon halbwegs low und dementsprechend könnt ihr dann da erstmal einiges an Schaden drauf haben. Sie wird auch einige Last Hits dann da sicherlich mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal hier ein bisschen pushen und dann nochmal zurück in die Base gehen. Dürften wahrscheinlich jetzt ja auch wieder einiges an Gold zusammen haben. Ja, fast 1550 für ein BF-Sort. Ich denke, die werden wir wahrscheinlich jetzt hier noch versuchen zusammenbekommen und dann halt eben auch direkt mal auf Shopping-Tour gehen. Der Last Hit haben wir, ist zwar gerade daneben gegangen, aber dafür hat der getroffen und der auch, und damit sind wir jetzt sogar fast schon über die Grenze drüber, aber gehen es vielleicht sogar wirklich hier noch den Tower pushen, um damit dann sogar noch zusätzlich mehr Gold zu bekommen. Da ist der Tower dann auch weg und dementsprechend jetzt hier auf jeden Fall nochmal weiteres Gold fürs Team. Ich denke, sobald dann die Wave hier weg ist, geht dann aber auch wirklich mal zurück in die Base. Jarvan kommt zwar jetzt hier noch für einen Lane-Gang, aber ich vermute mal, das Ganze hat jetzt erstmal nicht so viel Sinn. Okay, wir gehen vielleicht aber erstmal direkt noch in den gegnerischen Jungle, auch wenn da gerade keine Golems rumstehen, aber zumindest können wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Schaden da auf Nunu machen und ihr seht, allein durch Endurance Blade drücken wir da schon mittlerweile ganz ordentlich. Double Up macht da auch ganz gut Schaden mittlerweile. Auf Rang 5 sind wir da auch schon, ja, quasi bei einem Standardschaden von 165 plus 0,7 ihrer AD, das heißt also, das skaliert auch schon sehr, sehr ordentlich und bei 93 AD sind das immer noch sowas dann wie, keine Ahnung, knapp 65 oder so obendrauf. Wir gucken einfach mal gerade, ja, immerhin sogar schon fast 70, das heißt, allein der erste Shot vom Double Up macht da schon ganz ordentlich Schaden. Jetzt hier, sehr schöne Ulti von Jarvan da auf den Kollegen Rumble, jetzt hier auch im Endeffekt direkt sehr schöne Ulti dann unten durch die Zyra Ulti, auch das natürlich kann man sehr, sehr gut spielen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass hier Irelia nicht noch hinter unserer Zyra hergeht, aber ich vermute, auch der Kill geht vielleicht sogar hier noch an den Lorenz. Genau, sehr schön. Die Time Bomb tickt dann da noch runter und kann damit sogar den dritten Kill hier für den Lorenz sicherstellen. Das war jetzt hier eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Erstmal sehr schöne Ulti da oben von Jarvan und dann halt auch nachher unten mit der Zyra Ulti und eben der Bullet Time mittendurch. Da hat dann das Team nicht mehr allzu viel zu lachen. Damit 4 zu 9 hier auf dem Scoreboard, wenn ich hier gerade mal sehr schön die Kamera verrutscht habe. Aber natürlich hier insgesamt jetzt doch schon relativ klare Vorteile für unser Team. Beim Gold sind es mittlerweile 3.500.
Und auch der erste Tower ja eben, wie auch schon gesehen, auf der Botlane gefallen. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, direkt mal BF Sword und ein Vampiric Scepter mir zu holen. Das heißt, sustain-technisch bin ich da jetzt doch schon relativ weit vorne mit dabei, wenn ich das mir mal so angucke im Vergleich zu Wayne, die da mit zwei Dorns und einem Longsword durch die Gegend dackelt. Das heißt, da sollten wir eigentlich jetzt hier wirklich schon ganz gute Vorteile auf die Kette bringen und dementsprechend können wir vielleicht jetzt hier wirklich auch so langsam mal anfangen mit den etwas größeren Teams, auch wenn das ja eben mehr oder weniger schon fast einer war. Cooldown auf meiner Ulti zwar noch bei 40 Sekunden, aber das geht natürlich auch relativ zügig vorbei. Ich könnte auch direkt mal hier noch ein bisschen sortieren, auch wenn es jetzt schon ein bisschen zu spät ist. Wer ist denn bei denen im... Ach, Irelia ist im Jungle. Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ach so, Rumble ist in der Mitte. Okay, ich wollte mich gerade schon wundern, warum eigentlich Maokai die ganze Zeit auf der Toplane hängt. Aber okay, der hat auch richtig ordentlich gefarbt, muss ich sagen. Da gegen Vladimir, das scheint wirklich ganz gut zu funktionieren. Ist vielleicht auch gar nicht so doof, denn Vladimir castet ja doch relativ häufig dafür. Allerdings kommt er jetzt hier, sag ich mal, sehr schön in den Engage hier von Jarvan und von mir. Sehr gut da die Crowd-Control aneinander gereiht. War zwar keine Hard-Crowd-Control in dem Sinne, bis auf den Knock-Up, aber hat auf jeden Fall gereicht und mir hier, glaube ich, jetzt in dem Fall sogar noch einen weiteren Kill beschert und denke, das werden wir jetzt auch direkt mal hier ausnutzen, um auch den Top-Lane-Tower zu pushen. Jetzt war hier noch voller HP hat, aber gut, da bin ich natürlich mittlerweile doch schon ganz gut dabei im Schaden und Minions haben wir eigentlich auch genug am Start, um das hier doch relativ zügig über die Bühne zu bringen. Denke, der wird wahrscheinlich jetzt hier auf jeden Fall fallen und dann müssen wir uns wahrscheinlich sogar fast direkt mal Richtung Botlane orientieren, denn da wird vielleicht jetzt gleich sogar unser Supporter da von 4 Mann gedeift. Wir können gerade mal gucken, was die da unten so unternimmt. Da ist sie. Ah, okay, hat natürlich jetzt aber hier sehr schön Pflanzen da in den Busch platziert und eben auch ein Ward, um da Vision zu schaffen und halt eben auch zu wissen, falls da gleich ein wildes Irelia aus der Hecke gehüpft kommt. Versucht jetzt ja erstmal alles noch, um die Minions da möglichst vom Tower wegzuhalten. Sieht auch erstmal ganz gut aus. Mittlerweile ab Stufe 9 oder auf Stufe noch nicht, ab Stufe 9 kann man ja auch da die Minions doch ein bisschen tanken, bis der AD Carry noch wieder da ist und da ist natürlich auch der Jens erfahren genug, um das halt eben auch für seinen AD Carry zu machen, der mittlerweile dann auch sogar schon ein, Bloodthirst da am Start hat. Das heißt, den können wir jetzt hier schon mal munter anfangen aufzuladen und sogar schon die Berserker Greaves mit Homeguard. Das heißt, wahrscheinlich hatte ich da gerade noch genug Gold, um mir das eben zu leisten und habe gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Vielleicht auch schon ahne, dass dieses Spiel nicht allzu lange dauern würde. Wir werden jetzt erstmal ein Stück weit pushen, während der Lorenz mal wieder ein Disconnect hat. Also der war irgendwie häufiger weg als da. Dafür hat er sich aber eigentlich ganz gut gehalten, muss ich sagen. Da in der Mitte, 3, 2, 1. Lass mal gucken hier. Die sind auf der Boardplane und die ist im Jungle. Jetzt hier allerdings der Engage von Maokai auf Zyra. Da kommt auch Irelia direkt noch von der Seite angeflogen. Ich gehe direkt mal hier erstmal in die Verteidigungsstellung. Das ist sehr schön, die Ulti von Zyra. Kann da im Endeffekt noch den Knock-Up auf Wayne und die gute Wayne durchbekommen und im Endeffekt damit mir schon mal den Double Kill mit meiner Ulti sichern. Jetzt gehe ich sogar direkt hier mal noch hinter Maokai hinterher, habe jetzt auch eigentlich meinen Speedbuff dazu bekommen, den hat Maokai mir allerdings sehr schön wieder abgenommen da mit seinem Q und dementsprechend komme ich dann da doch nicht mehr in Reichweite und Irelia fällt jetzt gerade in sich zusammen. Nein, sie steht wieder auf. Sie fällt wieder zusammen und sie steht wieder auf. Man weiß es nicht genau, das war auf jeden Fall eigentlich sehr, sehr schön gemacht hier von Zyra, da hat sich zwar im Endeffekt dann geopfert, aber natürlich perfektes Alignment da mit ihrer Ulti und meiner Ulti und Triple Kill nimmt man natürlich immer gerne mit. Tower lassen wir jetzt auch erstmal noch hier ein bisschen pushen von den Minions. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit dann erstmal hier so ein bisschen um die Golems, denn der gegnerische Jungle ist natürlich auch immer sehr nett mitzunehmen. Jetzt allerdings ziehen wir uns dann doch lieber erstmal zurück, denn das gegnerische Team wieder komplett unter den Lebenden. Das heißt, das könnte jetzt hier halbwegs spannend werden. Jetzt geht es erstmal an den gegnerischen Red Buff, den wir vielleicht jetzt sogar auch hier noch bekommen können. Jetzt geht es erstmal hier in die Hecke und ja, ich glaube, den haben wir sogar bekommen. Speedbuff hat da jetzt, glaube ich, auch vorher gerade noch eingesetzt. Jetzt geht Wayne hinter uns her, weiß nicht genau, was sie da vorhat, bekommt da auch direkt mal richtig ins Gesicht. Nunu kommt jetzt auch noch an den Start. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem, nämlich, dass ich hier auch gerade noch quasi die Ulti von Nunu ins Gesicht bekomme, aber bevor er die voll kanalisieren kann, töte ich ihn halt einfach.
Ja, effektivste Variante, eine Nunu-Ulti abzubrechen, ist, ihn zu töten. Jetzt muss ich allerdings hier ein bisschen aufpassen, hab mich auch direkt da, glaube ich, gerade noch ein bisschen out of position gepackt. Man kann mich auch noch in den Towers an, aber sehr schöne Roots da von Zyra. Auch der Kill geht wieder an Zyra, oder was heißt wieder? Das war, glaube ich, sogar erster. Hatte gedacht, wollte eigentlich auch sagen, der ging wieder an mich, aber musste dann feststellen, den hat mir mein Supporter dann doch ganz alleine gesichert. Und ja, ich denke, jetzt sollte ich mein Glück dann vielleicht doch nicht weiter herausfordern. Habe auch hier schon 8 Kills auf der Haben-Seite und werde wahrscheinlich jetzt hier auch dann direkt mal noch Richtung Phantom Dancer gehen, einfach um noch ein bisschen schneller durch die Gegend zu rennen. Nicht, dass Homeguards und Strut schon ausreichend 680 Movement Speed hatten wir da gerade eben. Da hat man mal gesehen, wie schnell sich auch eine AD Carry manchmal fortbewegen kann. Das heißt, momentan läuft es hier eigentlich ganz gut im Spiel, würde ich sagen. Jungle wird jetzt auch dann eher von uns gekillt als von unserem Jungler. Und ja, war natürlich auch ein bisschen ja, infam quasi von Irelia, sich da in einem direkten Duell gegen uns versuchen zu wollen am Red Buff. Und nachdem ich den dann sogar auch noch gesteelt hatte, war dann für sie da wirklich nicht mehr viel zu holen. Und auch im Nachhinein natürlich dann da von Wayne und von Nunu die Bemühungen doch eher vergeblich. Jetzt hier gerade unser Kollege AP Carry mit einer kleineren Problematik. Jetzt geht allerdings hier erstmal Javan mit dem Fokus auf Irelia. Die hat es aber jetzt relativ zügig hinterher. Meine Ulti kann dann da auch doch ganz ordentlich Schaden auf Wayne mittlerweile machen, die auch einfach die ganze Zeit drinnen stehen bleibt. Warum, weiß man nicht. Ich habe damit auch den Legendary-Status erreicht. 9-0. Das liest sich doch relativ gut. Und ich vermute, wir werden jetzt einfach hier mal noch ein bisschen pushen, egal wo wir gerade sind. Man weiß nicht genau. Ich renne hier auch gerade wieder irgendwie ein bisschen durch die Gegend wie falsch Geld. Jetzt geht es hier vielleicht direkt noch weiter gegen Maokai, Nunu und gegen Rumble. Ich komme jetzt hier einfach mal von hinten. Das sieht hier zwar eigentlich ein bisschen doof aus, aber klappt hier doch eigentlich ganz gut. Da ist der Kill gegen Nunu. Da dürfte wahrscheinlich jetzt auch dann sogar gleich noch der Kill gegen Maokai folgen. Beziehungsweise jetzt gehe ich dann doch wo auch immer hin zurück. Man weiß es nicht genau. Ich versuche da irgendwie Maokai noch so ein bisschen einzukesseln. Der wählt jetzt, glaube ich, auch sogar direkt mal den falschen Weg. Ich habe es auch direkt noch sehr schön geschafft, da mit meinem Naked Rain ihn quasi wieder aufzudecken und damit den Kill sichergestellt. Jetzt möchte Irelia auch noch ein Stück von meinem Kuchen haben, aber das gewähren wir nicht und deswegen drehen wir einfach direkt mal rum. Jetzt kommt hier sehr schön die Ulti von Zilean, die ich allerdings noch nicht mal brauche. Da kommt der nächste Kill für mich. Ich weiß nicht, Irelia wird da mehr oder weniger annihiliert. Ist natürlich auch mittlerweile wahrscheinlich der Blutdüster schon fast komplett aufgeladen, wenn er nicht sogar schon komplett aufgeladen ist. Ja, kann man leider nicht sehen, aber würde ich jetzt mal spontan vermuten. Und ja, Dragon natürlich auch jetzt mehr oder weniger nur noch nebensächlich. Da war doch schon relativ klar abzusehen, dass dieses Spiel nicht mehr allzu lange dauern würde. 12-0-5 Miss Fortune. Das geht schon ganz gut, würde ich sagen. Und wie gerade eben auch gesehen, da braucht man schon eigentlich ein komplettes Gegnersystem, um mich überhaupt irgendwie in Gefahr zu bringen. Und selbst die Zilean-Ulti habe ich ja noch nicht mal benötigt in diesem Fall. Das heißt, sollte ich dann doch mal sterben, habe ich hoffentlich einen Lorenz an meiner Seite, der das Ganze zu verhindern weiß. Und wahrscheinlich geht es dann jetzt nochmal zum Shoppen, denn wir dürften wieder ordentlich Gold angesammelt haben. Ja, 1700, das heißt, da dürfte zumindest der Phantom Lancer fertig werden. Jetzt hier vielleicht sogar mal noch ein weiterer Engage hier von der Seite. Wir gucken mal so ein bisschen, da steht natürlich jetzt schon mal Rumble wie auf dem Präsentierteller. Der dürfte jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wegkommen. Den Kill nehme ich sogar noch mit, bevor die Zeitbombe da explodieren kann. Als nächster folgt dann Maokai. Da ist der Double Kill. Ja, und ich denke, den nehmen wir sogar auch noch mit. Einfach nur, weil wir es können. Und weil der Lorenz einfach keine Kills verdient hat. Nein, Spaß beiseite. Hätte ich natürlich auch verlassen können, genauso wie den auf Rumble. Da war ja auch eine Zeitbombe drauf. Aber okay. Manchmal muss man es einfach machen. Auch hier geht's jetzt direkt mal munter weiter. Nunu steht zwar noch in der Hecke und kanalisiert so ein bisschen seine Ulti, juckt uns aber doch eher wenig. Und dementsprechend haben wir jetzt, glaube ich, das Team hier mal wieder komplett geaced, bis auf Wayne, die jetzt hier auch mal noch ein Stück Spaß haben will und wahrscheinlich deswegen hier erstmal vom Lorenz gejagt wird, bis in alle Ewigkeit. Da kommt die nächste Zeitbombe und vielleicht reicht das hier sogar schon aus. Wayne dreht sogar nochmal rum. Ne, der Schaden reicht noch nicht ganz aus. Ich weiß nicht, ob Javan da jetzt direkt hinterher springt. Sieht aber erstmal nicht so aus. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit so ein bisschen um die Midlane, pushe da auch wie bescheuert. Rumble kommt jetzt auch nochmal an, wird wahrscheinlich jetzt direkt auch nochmal weggefrühstückt. Ja, da ist dann der nächste Kill für den Lorenz. Der nächste Kill geht dann an Javan und ich vermute auch Maokai, ja, wird wahrscheinlich jetzt dann hier doch nicht mehr down gehen. Da sind wir da wahrscheinlich doch alle ein bisschen zu low für, haben uns jetzt ja auch lange genug hier aufgehalten. Jetzt kommt auch der Stefan mal. Stefan, hallo Stefan. Schön, dass du auch am Spiel teilnimmst. Bis dato habe ich ja irgendwie noch gar nichts davon gesehen, dass der überhaupt dabei war. Jetzt hier
Sehr schön vom Lorenz. Geht da rein mit seiner Ulti und ja, baitet quasi dann das Brocken seiner Ulti von Vayne und holt sie weg und freut sich einfach, dass er dann mit vollen Lebenspunkten wiederkommt. Wie sollte man besser an Lebenspunkte kommen als durch die Zilean-Ulti? So, Nunu hat scheinbar in der Zwischenzeit auch noch versucht, Baron Nashor zu machen. Das war natürlich mehr oder weniger jetzt, glaube ich, hier nur noch spaßeshalber. Da ist dann auch der Surrender Vote 31-7 nach 23 Minuten. Davon gehen 15 Kills auf unser Konto. Warum wir jetzt hier in der Mitte sind, weiß ich nicht so genau. Aber egal, wir brauchen uns ja auch gar nicht mehr allzu lange aufzuhalten bei den Items. Ja, muss ich auch, glaube ich, gar nicht so viel erklären. Also, wie ich ja eben schon erwähnt habe, ist, glaube ich, auch ein Black Cleaver gar nicht so schlecht. Wir waren jetzt hier, glaube ich, direkt mal auf dem Weg zum Infinity Edge, um einfach ja, Schaden rauszupöllen, wie krank und bescheuert. Aber ihr könnt natürlich auch nach dem Bloodthirster oder nach dem Vampiric Scepter, je nachdem, ob ihr einen Sustain Supporter habt oder nicht, könnt ihr natürlich auch dann direkt erstmal Richtung Black Cleaver gehen, auch wenn der jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen genervt worden ist, und dann erst den Bloodthirster komplettieren. Phantom Lancer, ja, generell vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn auch mit den Auto-Tags macht er natürlich durch den passiven und auch den aktiven vom W schon ganz ordentlich Schaden. Und ja, Infinity Edge kann natürlich auch nicht schaden, wenn Last Whisper auch immer sehr gerne gesehen. Also da könnt ihr euch natürlich im Bereich der AD Carry Items bzw. der Schadensitems austoben, wie ihr möchtet. Vielleicht sogar auch noch zu empfehlen anstelle der Homeguard Boots, vielleicht sogar dann eher die Furor Boots, um dann noch mehr hinterm Gegner herzukommen. Aber ansonsten seid ihr damit, glaube ich, schon ganz gut beraten. Und das soll es dann eigentlich auch gewesen sein. Das war so mehr oder weniger wieder so ein Quickie-Video, wenn ich es mal so nenne. Darf. Aber hat, denke ich, hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht zu sehen, wie man Miss Fortune einfach mal über seine Gegner drüber rollen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play League of Legends. Mein Name ist und bleibt Einstein Ninjo und ich bin raus für heute. Macht's gut, Leute. Ciao und bis zum nächsten Mal.